Die Bestrafung des Biologen, der seit 19 Jahren dort arbeitete, war eine Warnung des Systems. Wenn sich an jenem Nachmittag alle zusammengetan hätten, wäre dann alles anders gekommen? Als ich die Tür öffnete, blendete mich die Helligkeit unerbittlich. Ich musste die Augen schließen. Ich würde mir noch eine Sonnenbrille kaufen, konnte das Licht nicht vertragen. Jetzt verstehe ich, warum es Tränenflüssigkeiten gibt. Man konnte fast einen leichten Dampf wahrnehmen, der von den Betonplatten aufstieg. Das kann nicht sein, seit geraumer Zeit gibt es keinen Tau mehr. Im Flur vor dem Barbierladen eine Gruppe von 3 Kahlköpfen, wie jene, die ich gestern gesehen hatte. Sie sahen gefährlich aus. Was machten sie hier? Ob sie Verkehrsmarken hatten? Und wenn ich sie einfach fragte? Oder einen Zivilitär zur Untersuchung herschickte? Und wenn sie keine Marken hatten, sollten sie lieber verschwinden. Ich schämte mich. Ich hob der Sonne die Schultern solchen Überlegungen zu. Lass die Kerle doch, wo sie sind. Sie tun sicher niemand etwas zuleide. Sie werden irgendwann angezeigt und dann jenseits der erlaubten Grenzen gebracht und sterben. Es heißt, jenseits der Abgrenzung gibt es keine Überlebenschance. Ich hätte jedenfalls nicht den Mut, sie einem Zivilitär auszuhändigen, wahrscheinlich die merkwürdigste und geheimnisvollste Miliz, die je von einer Regierung geschaffen worden war. Ich hoffe, die 3 treiben sich hier nicht in der Nachbarschaft herum. Die Leute sind misstrauisch, unruhig, werden bei dem geringsten verdächtigen Geräusch aufmerksam. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich hinke ein bisschen beim Laufen wegen meiner Arthrose. Das blau-weiße Schild mit dem Symbol für Busse zeigt nach links. Vor der Ecke ein Pfeil und einige kleine bunte Figuren, winzige Busse. Das sind die Linien, die auf der Parallelstraße fahren mit allen Anschlüssen. Man braucht nicht lesen zu können. Alle Informationen in dieser Stadt werden durch Symbole vermittelt. Kein einziges Wort, aber ein besonderer Code, den das Volk gelernt hat. Ein Symbol für alles. Toilette, Bar, Restaurant, Zentrum, Zahnarzt, Apotheke, Viadukt, Brücke, Tunnel, Gefahr, Favela, Schule, Fleischer, Platz, Quelle, Industriegebiet, Handel, Kirche, Kino, Imbissstube, Krankenhaus, Kreuzung, Bäckerei, Entladungscamps. Wir mussten dicke Lehrbücher auswendig lernen, bis die Praxis die Theorie ersetzte. Wenn ein Schild mit Buchstaben auftaucht, wette ich, dass niemand es lesen kann. An der Bushaltestelle, wo normalerweise an die 10 Personen warten, herrschte jetzt ziemliches Gedränge. Der Inspekteur für Zirkulationsmarken stieß alle hin und her. Er schien mir nicht eigentlich verärgert, als ich mich näherte, eher alarmiert, ja entsetzt. Die Marke, los, los, herzeigen, der S-7.58 kommt jeden Augenblick. Zögernd zeigte ich meine Marke. Das war nicht normal. Zum ersten Mal in so vielen Jahren nahm er sie und sah sie aufmerksam an. Er zögerte, fragte nach meinem Personalausweis. Ich wunderte mich. Er verglich den Ausweis und die Nummer, betrachtete mein Gesicht. Ich bemerkte, dass seine Hände leicht zitterten. Er gab mir den Ausweis zurück, nachdem er ihn noch einmal nervös überprüft hatte. Was ist denn? Stimmt irgendetwas nicht? Also furchtbar viele Leute. Die meisten haben keine Marken. Das ist schwierig. Es wird mit jedem Tag schwieriger. Diese Leute wollen alle ins Zentrum und keiner hat die Erlaubnis dazu. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie sind alle aufgebracht. Ich stand noch mit erhobener Hand da und hielt den Ausweis. Da sah er das Loch. Ich war so unvorsichtig gewesen, nicht die andere Hand zu benutzen und die durchlöchert in die Hosentasche zu stecken. Meine Dummheit, diese Leute stellen immer so gern Fragen. Es ärgert mich, wenn ich erklären soll, was nicht erklärbar ist und erst einmal akzeptiert werden muss. Was ist denn das? Ein Loch. Dass es ein Loch ist, sehe ich. War das ein Unfall oder ist das eine Krankheit? Weiß ich nicht genau. Weiß nicht. Erklären Sie sich. Also erst hat es gejuckt, dann kam das Loch. Dann ist es also eine Krankheit. Geben Sie es schon zu. Nein, keine Krankheit, auch kein Unfall. Wie bitte? Sie kommen besser mit zum Posten. Das kann ansteckend sein. Nichts posten. Sehen Sie doch, das Loch ist vernarbt. Zu, weg.
Von wegen Ansteckung. Kommen Sie mit, ich werde den Bus verpassen. In diesen da werden Sie sowieso nicht einsteigen. Geben Sie mir die Marke, ich denke nicht daran. Soll ich Verstärkung holen? Ich beschloss nachzugeben. Es gibt alle 500 Meter einen Posten für Untersuchungen. Wegen undefinierbarer Krankheiten, vor allem wegen des plötzlichen Hautkrebses. Wir erleben die merkwürdigsten Fälle. Plötzlich verlor jemand auf der Straße die Haut und es blieb nur noch ein blutiges Etwas übrig. Es kommt häufig vor, sogar bei den Zugewanderten, die an die starke Sonne aus dem Norden und Nordosten gewöhnt sind. Die haufenweise kommen auf der Suche nach einem Unterschlupf und in der Hoffnung, die Sonne und die Hitze hinter sich zu lassen. Sie kommen auch hierher, weil sie von ihrem Land vertrieben wurden. Ausländer in ihren Reservaten. Und das Volk kommt, um hier im Süden zu sterben. Hin und wieder dringt eine Meldung durch die offiziellen Korridore und dann entdecken wir, dass es Breschen zwischen dem übergeordneten System und dem System der Länder gibt. Letzteres hat seelenruhig den öffentlichen Notstand ausgerufen, es will keinerlei Verantwortung mehr übernehmen. Der reinste Krieg, hätte der Gouverneur gesagt, weil das System missachtet wurde. Nun aber hat der Gouverneur weder Macht noch Einfluss noch Autorität. Es gibt Leute, die versichern, er sei vor Jahrzehnten auf seinen Posten berufen und dann vergessen worden. Das sind Überbleibsel aus der Ära der Kasuistik, als das System die Spielregeln während des Spielverlaufes änderte, ohne irgendwelche Einwände zuzulassen. Ich will damit nur sagen, dass der Gouverneur eben nicht vergessen wurde, keineswegs. Die Posten sind auf Lebensdauer besetzt. Zum Teil, weil auch niemand mit gesundem Menschenverstand einen solchen Posten anstrebt. Man könnte einwenden, wer hat innerhalb des Systems überhaupt gesunden Menschenverstand? Und natürlich weiß ich keine Antwort darauf, wirklich nicht. Es sieht so aus, als könnte man einfach nichts machen. Das Geld ist alle, die Staatskassen gähnend leer, was hereinkommt, ist bereits verplant. Und man kann zusehen, wie das Geld an Wert verliert. Das ist das Erbe, das OSI Nummer 1 und OSI Nummer 2 hinterlassen haben. Das erste war das Organisationssystem Inkompetenz und das zweite war der Organisationsservice Ineffizient. Planung und Ausführung lagen bei den OSIs und ich erinnere mich, dass es sogar ein Wortspiel gab. Wir sagten dazu, wir seien auch Teil der OSI, da wir doch dem Organisationssystem Impotenz angehörten. Unsere Proteste waren sinnlos, ebenso jeglicher Einspruch oder irgendwelche Nachforschungen. Um zum OSI 1 zu gelangen, musste man verschiedene Praktika im OSI 2 passieren. Wenn man größte Ineffizienz bei der Ausführung bewies, wurde man für die Karriere empfohlen. Dazu kam noch eine Art ergänzendes Aufbaustudium, wenn man Geschick in der Manipulation von Korruption zeigte. Sich bestechen zu lassen, ohne dass man erwischt wurde, etwas beiseite zu schaffen und Bestechungen entgegenzunehmen, ohne Spuren zu hinterlassen, das waren die wichtigsten Situationen. Gewitztheit, Findigkeit, Tricks und Fallen. Der Kandidat musste unangenehme Situationen durchstehen, bis er beweisen konnte, dass er die Auszeichnung, den OSI 1, verdiente. Jetzt warten Sie einen Augenblick. Können Sie es nicht so regeln, dass wir nicht zum Posten müssen? Haben Sie Angst? Ihre Krankheit ist wirklich ansteckend. Nein, das ist es nicht. Aber auf dem Posten verliert man viel Zeit. Dann sagen Sie mir doch, wie ich es drehen soll. Machen Sie einen Vorschlag. Haben Sie Lebensmittelkarten? Ich kann Ihnen ein Mittagessen abtreten. Wo? Im Aurora Boreal. Das liegt in meinem Zirkulationsdistrikt. Aber Vorsicht, nicht, dass Sie mir morgen kommen und mich von neuem festnehmen wollen, ja? Es dauert lange, bis ich am Distriktzugang schließlich an der Reihe war. Die Schlange bewegte sich nicht vorwärts. Ein Zwerg vor mir berichtete, heute Abend seien per Erlass mehr Erlaubnisscheine ausgegeben worden. Und er selbst, ein Zwerg, habe Schwierigkeiten gehabt, sein Viertel zu verlassen. So waren sie. Sie beseitigen die einen und es kommen andere, wie in einem Spiel. Ich ging am Haus der Wassergläser vorbei, verspürte aber keine Lust hineinzugehen. Ich hatte Durst und ein bisschen Hunger. Im Aurora Boreal verbrauchte ich noch eine Marke, weil ich mir ein Glas künstlicher Milch, Kaffee und zwei Kekse kaufte.
Wenn ich so weitermachte, würde ich am Ende des Monats keine Marke mehr haben und ein, zwei Tage ohne Essen dastehen. Monatsende ist Monatsende. Probleme bis dahin aufschieben. Jetzt investieren, abwarten, was danach geschieht. Wenn es soweit ist, werden die Probleme schon gelöst werden. Nach dem Essen hatte ich Lust, durch das Haus der Wassergläser zu gehen. In der Imbissstube schwitzte ich, die Ventilatoren, die sich an der Decke drehten, brachten keinen Lufthauch. Das Haus ist wenigstens angenehm kühl. Vielleicht ist es auf das Wasser in den Tausenden von Gläsern zurückzuführen, die auf den Regalen aufgereiht sind. Die trüben Platten an der Decke lassen verschwommenes Licht durch. Es ist einer der wenigen angenehmen Aufenthaltsorte. Wenn das Volk das einmal entdeckt, ist es aus mit der Ruhe. Ich kenne die Säle, Flure und Nischen auswendig. Die Aufstellung der Wassergläser, die Reihenfolge. Schöne Arbeit, noch aus der Zeit vor dem Schlussstrich. Ich werde demnächst einmal in den dargestellten Urwald gehen, um die Dokumentation über den Schlussstrich noch einmal zu sehen. Ich sehe in den Rinnstein und die Mülleimer. Wer weiß, vielleicht finde ich eine gebrauchte Zeitung oder ein Stück Papier, ein zerrissenes Blatt. Ist nicht wichtig, aber ich habe das Bedürfnis, Nachrichten zu lesen. Wirklich zu lesen. Ich bin es so leid, sie durchs Fernsehen und den Generalsender zu hören. Ich finde immer eine weggeworfene Zeitung. Manchmal schmutzig und verschmiert. Einige Jahre lang hatte ich als Professor das Recht, eine Wochenzeitung zu beziehen. Es gab wenig zu lesen, wenig Interessantes. Die schlechten Nachrichten waren verboten, um das Volk nicht aufzuregen. Der Begriff schlechte Nachrichten hatten die Regierenden der Epoche der großen Völlerei ausgearbeitet. Das wurde stufenweise vorbereitet. Filme im Fernsehen und in den Kinos, Outdoors mit Propaganda, stetige Wiederholung, bis alle davon überzeugt waren, dass schlechte Nachrichten die Ruhe beeinträchtigten, Unruhe stifteten, Stress hervorrufen, die Anspannung erhöhten, ja, sogar den Tod verursachen. Es ist an der Zeit, dass wir uns zusammentun, uns zu stärken. Die Epoche der großen Völlerei kam gleich nach den offenen 80ern, die eine groteske Diktatur ablösten. Die Presse hatte sich daran gewöhnt, über alles frei zu schreiben, anzugreifen und aufmerksam zu machen. Das war unbequem. Der Zirkel der betrunkenen Minister fühlte sich beleidigt und verlangte Wiedergutmachung. Wir haben alles, um eine führende Nation zu sein. Es begann damit, dass ein Minister gegen eine Zeitung vorging, die ihn als bestechlich bezeichnet hatte. Die Zeitung brachte Beweise, das System gab nach, der Minister wurde abgesetzt. Da spürten die anderen die Bedrohung, taten sich zusammen und begannen eine Bürgerkampagne. Welchen Nutzen bringen solche Tatsachen dem Land? Das System muss in Ruhe regieren können. Unsere Abwehr ist nicht zu schlagen. Das System hat bemerkenswerte strategische Werke entwickelt. Die anderen Länder fürchten uns. Das war der Terror. Eine Regierung, die ständig angegriffen wird, muss den Anschuldigungen unentwegt entgegentreten und kann nicht in Ruhe regieren. Das Volk sollte wählen. Würden die schlechten Nachrichten fortgesetzt, sähe sich das System außerstande zu regieren. Also wäre es nicht schuld, wenn das Land in eine Stagnation, ja, Rezession geriete. Denkt an unser Staudammsystem, an die Wasserwerke, an das Atomkraftwerk. Die Eisenerzbahnlinien, die Energiepolitik, an die Entdeckung von Alkohol als Brennstoff. Das Volk wurde stolz. Es hörte auf, Zeitungen zu lesen, die schlechte Nachrichten hervorhoben. Auf diese Weise erstarb die große Kampagne gegen die Verwüstung und Aufteilung des Amazonasgebietes. Niemand wollte etwas vom Abholzen hören, von gefällten Bäumen, von Weiden, die den Wald ersetzten, oder
von der Entstehung unfruchtbaren Landes. Freut euch an dem Gold aus unseren Goldgruben, an dem Holz, das wir exportieren können. Seid stolz auf die riesigen Ernten des fruchtbaren Landes, wo wir alles pflanzen und ernten werden. Lasst uns optimistisch sein, vertrauensvoll. Nieder mit den Negativisten. Zwei Dinge waren für die hohe Hierarchie des neuen Heeres schlimmer als Krebs: die negativistischen Geister und die Kommunisten. Sie wurden verfolgt und isoliert. Zur Zeit des großen Kampfzyklus gegen die Öffnung der Kirche, die auch Kolosseum genannt wurde, waren die Kommunisten eine seltene, fast ausgestorbene Spezies geworden. Zum Teil starben sie infolge der Repression, häufiger aber aus Enttäuschung. Wie die Vögel und Tiere der brasilianischen Fauna starben sie aus. Mit dem einen Unterschied, dass die Tiere sich den Luxus von Prädatorreservaten leisten konnten. Dort in der Gefangenschaft unterzog man sie Fortpflanzungsversuchen. Die Kommunisten hingegen gingen in der Gefangenschaft ein. Die letzte Nachricht über die Vorkommnisse im Norden wurde von einem Minister überbracht, der für Immobiliengeschäfte zuständig war. Ein Posten, den man aus der Notwendigkeit herausgeschaffen hatte, die Spekulation nicht nur in den großen Städten, sondern im ganzen Küstengebiet unter Kontrolle zu bringen. Dort schritt die Parzellierung auf rasante und zerstörerische Weise voran. In Wahrheit sorgte der neue Minister umgehend und ausgiebig für die Protektion seiner Gruppe. Er steuerte den Zugang von Emporkömmlingen und schaltete Konkurrenten aus. An einem berühmt gewordenen Nachmittag erklärte er im Fernsehen: »Wir müssen stolz sein auf das, was wir bisher geleistet haben. Eine große Tat der Regierung, die an die Zukunft denkt. Wir nämlich, sagte er, werden in die Geschichte eingehen als das System, das dem Land ein weiteres Weltwunder verschafft hat. Nicht nur Afrika kann stolz auf seine Sahara sein. Die Wüste, die in Filmen gezeigt wurde, ist zu einer touristischen Attraktion geworden, zu einem gefeierten und gerühmten Schauplatz für Abenteuer. Ab heute«, er lächelte versonnen, »haben auch wir eine wundervolle Wüste, viele hundertmal größer und schöner als die Sahara. Großartig! Wir geben der Welt das 9. Weltwunder bekannt. In Kürze wird die Presse die gelben Ebenen zeigen, die Dünen und einzigartigen, ausgetrockneten Flussbetten.« Die Filme des offiziellen Verleihs zeigten in den raffiniertesten Bildern, die das Volk je gesehen hatte, die schrittweise Verwüstung. Werbefirmen starteten Kampagnen. Sie veranlassten exklusive Zeitschriften, Karawanen zu organisieren. Die Reichen amüsierten sich als Araber verkleidet. Die First Lady empfing in seidenen Zelten, die auf dem Sand standen und von Lagerfeuern und Fackeln erleuchtet waren. Ventilatoren bewegten künstliche Palmen. Die Dekorateure hatten hunderte von Filmen aus Hollywood über 1001 Nacht gesehen, um sich inspirieren zu lassen und die unvergleichlichen Kulissen zu bauen. Zu jener Zeit passierte das mit der Bestrafung des Wissenschaftlers. Das heißt, es war die erste nach dem offenen 80ern. Ich glaube, diese Strafe bedeutete den Beginn einer neuen Zeit. In den vergangenen Jahren wechselten wir schnell von einem Zyklus zum anderen. Kaum hatten wir uns an einen gewöhnt, mussten wir uns umstellen. Unaufhörlich. Wir waren naiv. Wie mich gab es viele. Wir hatten Positionen inne, die es uns erlaubt hätten, langsam etwas Klarheit, ein wenig Bewusstsein einsickern zu lassen. Unruhe zu sehen, Alarm, trotz aller Wachsamkeit. Schließlich bedeutet ein Professor, dem die Studenten vertrauen, mehr als ein Vater. Ja, jener Wissenschaftler protestierte. Er hatte den Mut dazu. Wer erinnert sich heute noch an seinen Namen? An der Universität gab es ein Schwarzbuch.
Ein ausführlicher Bericht über die Verfolgung von Professoren, Forschern, Ärzten und Wissenschaftlern. Bis zu dem Augenblick, als die Eintragungen nicht mehr fortgeführt wurden. Die Ausnahme war nämlich zur Regel geworden. Wir leben mit ihr, wir haben uns daran gewöhnt. Der bestrafte Wissenschaftler will mir nicht aus dem Kopf. Ich stand in der Eingangshalle der Universität, als er vorbeiging. Ich hatte vorher in den Abendnachrichten davon erfahren. Er wartete, der Rektor brachte ihm den Bescheid ins Zimmer. Er verließ es, ohne eine Schublade zu öffnen, ohne ein einziges Papier mitzunehmen. Als er in der Halle an uns vorbeiging, schien er derselbe zu sein wie immer. Er trug den Kopf weder gesenkt wie ein Geschlagener noch erhoben als Zeichen des Stolzes und der Gleichgültigkeit. Ganz normal. Er hatte gerade seine Rechte verloren. Das Recht, sich als Professor frei zu bewegen, einzukaufen und mit anderen zu sprechen. Kurz, das Recht zu leben. Ich war schockiert. Ich hatte noch keine genaue Vorstellung, was über diesen Mann hereingebrochen war. Ein Biologe mit Veröffentlichungen in den USA und Europa. Er hatte 19 Jahre lang unterrichtet. Söhne und Enkel. Noch eine Weile und er hätte ein ruhiges Leben geführt. Stattdessen lehnte er sich auf. Er hob seine empörte Stimme gegen die Wüste. Wir konnten den Ausgang nicht abschätzen. Es gab eine heftige Reaktion, sie verwirrte uns. Was für Wissenschaftler waren wir denn, wenn wir unfähig waren, eine Situation klar zu analysieren? Menschen mit unseren Informationen über die politische und soziale Realität sollten gewappnet sein, bereit sein, Berechnungen vorzunehmen, Daten zusammenzustellen und Beobachtungen durchzuführen, die Wege zu erkennen, auf die wir geführt wurden. Es war nicht einmal eine Frage der Voraussicht, es reichte, die Fakten zu betrachten und natürliche Folgerungen daraus zu ziehen, wie man Wasser trinkt, wenn man Durst hat. Die Bestrafung jenes Mannes war ein Schlüssel, den sie uns gaben. Eine Warnung. Wir nutzten sie nicht. Einige Monate war ich wie vor den Kopf gestoßen, bis ich mich schämte. Ich hätte die Halle durchqueren und mich neben den Professor stellen sollen. Hätten wir das alle getan, wären Änderungen möglich gewesen. Entschiedene Gesten haben eben in wichtigen Augenblicken unserer Geschichte gefehlt. Sich symbolisch die Hand reichen. Ich muss oft daran denken. Es sind schon so viele Jahre vergangen und noch immer sehe ich die Szene vor mir. Wir gemeinsam vor der Universität. Entweder vernichteten sie alle oder sie wichen zurück. Wir ließen es geschehen. Ich kann mich nicht damit abfinden. Eine Schuld, die ich trage. Sie nagt an mir. Nichts ist schlimmer als die Erinnerung eine nicht ausgeführte Geste. Von den 70er Jahren an wurden wir im Ungewissen gehalten, umgeben von paradoxen Koordinaten. Harte Systeme in demokratischem Gewand, Repressionen voller Rechtfertigungen und Rechtfertigungen, die wir akzeptierten. Demokratien mit dem Klima einer Diktatur. Amorphe Regierungsformen, über die wir nicht nachdenken konnten. Wir kamen nie darauf, dass wir es mit einer neuen Art von System zu tun hatten. Ohne klare Umrisse. Unser Fehler war, dass wir die Vorbilder dafür in der Geschichte suchten. Wir vergaßen, dass Zeiten und Menschen sich wesentlich geändert hatten.
Wie hätten wir diese neue Formel nennen können? Die simulierende Systeme? Sie gleichen sich, sind aber nicht gleich. Sie sind gleich, gleichen sich aber nicht. Ein Versteckspiel, als betreten wir ein Spiegellabyrinth und verlören das wahre Bild. Oder alle Bilder um uns herum werden als wirklich ausgegeben. Sollen wir alle Bilder akzeptieren, die Vielfalt zulassen oder in der Suche nach dem einen einzigen verharren?